So, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu Inscription. Es ist ein Horror-Karten-eskes Spiel. Also Horror-eskes Kartenspiel. Und Okay, time to figure out what's on this thing. ja, es hat offenbar Story. Ich habe keine Ahnung, was uns genau erwartet, aber es soll wohl wirklich ein Kartenspiel sein. Inscription, hier steht's nochmal. Heißt das, wir spielen jemanden, der ein Spiel spielt? Was haben wir denn? Neues Spiel? Fortsetzen? Optionen? Mitwirkende? Ich möchte gerne ein. Okay, ich kann kein neues Spiel. Dann setzen wir halt fort. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, weil ich habe das Spiel noch nie angefasst. Beziehungsweise ich habe einmal kurz gestartet, ob es captured. Warum kommt hier ein Speichersymbol? Leute, kaum höre ich Horror, bin ich schon wieder ängstlich. Aber es ist Spooky Month. Der Gruselmonat. Okay, es erinnert mich spontan so ein bisschen an. Oh, Pixelaugen. Ein weiterer Herausforderer, es ist ewig hier. Es erinnert mich so ein bisschen an. Wie hieß das mit den Karten, wo man sich so seinen Dungeon zusammenbaut und mit dem Geber spielt? Hand of Fate. Ein weiterer Herausforderer. Es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Glaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiele die Eichhörnchenkarte. Okay, die hat ein Leben, null Angriff. Jetzt spiel den Hermelin aus. Ah, der braucht es als Opfer. Das ist wahrscheinlich das Blutsymbol. Wölfe fordern zwei Opfer. Du hast nicht genug. Betätige die Glocke, um den Zug zu beenden. Okay. Dein Hermelin ist ohne Gegner. Die Zahl unten links ist die Angriffskraft. Okay. Hermelin hat mir einen Schadenspunkt zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. Oh, das ist ein cooles Prinzip. Etwa so. Ich bin dran. Das heißt, der Schaden ist eigentlich mehr so ein Ausgleich. Dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinem Hermelin zwei Schaden zugefügt. Das heißt, die Gesundheit deines Hermelins verringert sich um zwei. Wenn die Gesundheit einer Kreatur auf null fällt, stirbt sie. Du bist wieder am Zug. Du kannst nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Ich würde gerne nachziehen. Knappschildkröte. Wird ein Opfer für. Ah, okay. Ich hätte das nicht tun sollen. Das heißt, ich muss jetzt die Glocke betätigen. Ich hätte das Eichhörnchen nehmen sollen. Weil du noch lernst, werde ich passen. Okay, das heißt, ich brauche das Eichhörnchen. Leg das hier hin. Und dann spiele ich den Wolf. Keine Angst. Die Bestie wird geopfert, aber nicht aus deinem Deck entfernt. Ihr Leid war real, doch du wirst sie wiedersehen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass meine Kreaturen wirklich leiden. Drei Schaden zugefügt, drei Gewichte für die Waage. Passe. Ja, Glocke. Du hast diese Partie gewonnen. Es wird nicht immer so leicht sein. Lass mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Ja. Du hattest dich im Wald verirrt. Ein einzelner Pfad trat zutage. Ja, da gehen wir mal weiter. Zwei Bewohner des Waldes nähern sich dir zögernd. Bissige Natter, der Schaden ihres giftigen Bisses ist immer noch tödlich. Die unverwüstliche Katze. Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Ich möchte gerne, dass die unverwüstliche Katze. So. Einige Kreaturen des Waldes sind bereit, dir zu folgen. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Du hast ein Eichhörnchen in der Flasche gefunden. Notfall einfach zerbrechen. Nimm dir einen zweiten.
Kannst du gerade nicht. Ein weiteres nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit du. Was? Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Okay. Mehr als das kannst du nicht tragen. Das hier ist ein Gegner wohl, nehme ich mal an. Du wurdest überfallen, als du unwegsames Gelände durchquerst. Boah, ich finde das aber cool gemacht und es ist gar nicht so gruselig. Du hast mich geopfert, während ich schlief. Das war die richtige Spielweise. Ich verstehe es. Vielleicht. Hilfst du mir, ja? Spiel erst einmal mit. Okay. Für eine Katze fehlt ein Opfer, aber du hast ein Eichhörnchen. Okay. Dann rufe ich jetzt ein Eichhörnchen. Opfere die Schildkröte. Opfere für die Katze. Und die Katze kann ich ja opfern, ohne dass was passiert. So, der hat hier den Wolfsjungen. Okay, ich könnte jetzt beide opfern für die Schnappschildkröte. Aber die ist gar nicht so gut. Dann drücke ich die Glocke und hau einfach zu. Ah, man kann die nach vorne bewegen. Verstehe. Pass auf das eifrige Junge. Wolfsjunge auf. Es altert schnell. Okay. Dann will ich ein Eichhörnchen. Spiele ich ein Eichhörnchen. Und dann opfere ich das Eichhörnchen und die Katze. Und rufe die Schildkröte. Brauche kein Eichhörnchen aus der Flasche. Kann ich meinen Hermelin nicht vorbewegen? Viele Leben, wenn ich. Ja. Okay, dann kriege ich nur eine Erklärung. Okay, das Wolfsjunge ist zum Wolf aufgestiegen. Oh, die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Das ist frech. Jetzt habe ich einen Wolf. Überlege. Ja, ist vielleicht besser. Felsbrocken geht halt bald drauf. Tut mir leid, euch alle zu opfern, aber ich brauche hier Verteidigung. Ja, gut, dann kann ich jetzt noch beenden. Mein Gegner nimmt 6 Schaden und ist damit durch. Ist aber ein cooles Prinzip, also mir gefällt's. Du gewannst die Oberhand und reistest. Das ist kein Wort. Weiter über das nunmehr blutbefleckte Gelände. Doch reißt es. Ja, doch, könnte ein echtes Wort sein. Wir haben ein Wolfsjunges jetzt oder ein Sperling. Ich muss ja eigentlich als Wolf das Wolfsjunge mitnehmen. Was ist das? Du stierst auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein Opfer zu wählen. Eines, das für immer verloren wäre. Das Wolfsjunge oder die Katze? Nimm die Katze. Wähl mich. Okay. Deine Gesundheit wird erhöht. Welche Ehre. Ein grausiges Spektakel, doch die Seele der Karte Katze lebt jetzt in der Karte Hermelin. Ah. Oh. Sieh dir mein Totem an. Es überträgt das Siegel flugfähig auf meine hundeartigen Karten. Oh, das ist gefährlich. Das heißt, der greift mich immer direkt an. Das ist gemein und ich habe kein Hermelin gerade. Und da kommen die Kojoten schon. Aber Kojote und Fledermaus. Und das hat natürlich prompt mein Dings runtergebracht. Das ist ein Wolfsjunges, was ich da gerade habe.
Nee, ich lasse das jetzt erstmal so. Das passt mir gerade gar nicht. Bin ich schon tot? Scheiße. Du hast verloren. Lern daraus, vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Steh auf, verlass den Tisch. Hol mir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Okay, ich habe hier einen Tresor. Was bist du? Wirklich, was machen kann ich hier nicht. Das ist mega gruselig. Der Tisch. Hier ist nur 1236. Der hat eine gruselige Hand. Warte mal. Ah, ne, 12 kann ich ja gar nicht eingeben. Ja, ist ja gut jetzt. Setz dich wieder. Lass mich dir etwas erklären. Oh. Wenn du. Ja. Dies ist mein Leben. Wenn du einen weiteren Fehler begehst, muss ich dich opfern. Also, wo waren wir? Aber bestimmt geschummelt. Stolzer Wolf. Ein weiterer Sperling oder ein Stinktier? Ich möchte den Sperling haben. Möchte zum Feuer. Kann ich hier meinen. Du trafst auf eine kleine Gruppe Überlebender. Mit vom Hunger ausgezeichneten Gesichtern drängten sie sich um ein Lagerfeuer. Sie blickten zu deiner Kreaturenschau und winkten dich herbei. Komm, wärme eine deiner Kreaturen am Feuer, sagte einer. Wärme sie am Feuer, das wird ihre Kraft steigern, sagte der andere. Ihr fiel auf, wie sich einer der Überlebenden Sabber vom Mund wischte. Okay. Nehme eine Schnappschildkröte. Während das Feuer. Das wärmende Feuer steigert die Kraft der Karte Schnappschildkröte. Eine der Überlebenden streckt seine Hand nach deiner Kreatur aus. Jemand anders knirscht mit den Zähnen. Und ein weiteres Wort zog seine Kreatur vom Feuer weg und gingst fort. Ja, ist vielleicht besser. Hier ist der nächste Gegner. Also, er ist voll verrückt, das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich. Behalt mich nur hier, um mich leiden zu sehen. Okay. Okay, ich fange mal mit dem Eichhörnchen an und dann rufe ich das Hermelin. Rück aufs Brett. Das Wolfsjunge kann ich ja auch spielen, weil das Hermelin ja nicht geopfert werden kann. Okay. Klingeln. Oh Gott, ein Grizzly. Möchte eine davon. Okay, der Sperling. Oh, der haut mich halt mit 4 Schaden, ne? Wenn der dazu kommt. Ich glaube, ich will ein Eichhörnchen aus der Flasche. So, der Sperling fängt nämlich meinen Schaden ab und er greift direkt an. Damit habe ich gewonnen. Sehr schön. Das Feuer sind komische Effekte. Ich gehe mal lieber zu den Items. Ein Rabe. Noch eine Schildkröte oder ein Wolf? Ich möchte den Raben bitte haben. Schwarze Ziege. Ihre Opferung bringt dir 3 Blut ein. Da hilft auch kein Meckern. Ein mächtiger Gegenstand. Dreh sie um und lass mich. Und ich lasse meinen nächsten Zug aus. Nämlich das da. Da du mit 3 Gegenständen schon schwer genug bepackt warst, zogst du weiter. Und das ist bestimmt der Abschnittsboss. Die Bäume.
schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Yeah, es war der Goldsucher. Er macht wieder einen auf Goldsucher, leichter Boss. Das Moli ist der Schlüssel. Okay. Das Moli ist der Schlüssel. Welches ist das Moli? Da. Sprinter. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt sich die Karte mit dem Siegel. Eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel abgebildete Richtung. Das bewegt sich dann halt eins nach rechts. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was es mir bringt. Diese Stelle, bist du sicher? Ja, ich dachte bis eben zumindest, ich sei sicher. Ich glaube, ich nehme mir noch ein Eichhörnchen aus der Flasche. Dann rufe ich uns noch einen Raben. Ich meine, der Kojote kann uns nichts anhaben. Ich ein Eichhörnchen? Er ist nur ein Wolf. Ein Wolf alleine kann halt nichts. Ich brauche was, was nur ein Opfer braucht. Ich könnte seinen nächsten Zug überspringen. Aber ich glaube, das will ich gar nicht. Maulwurf, okay. Nehmen wir Eichhörnchen. So. Er ist fast besiegt. Wolfs Junges brauchen wir nicht. Wir haben es gleich. Ah, das Muli ist der Schlüssel. Verflixt! Mein Maultier! Das ist dein kleinstes Problem. Hoffentlich hast du nicht geglaubt, dass es würde so leicht sein. Es ist Gold in diesen Karten. Fuck. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. Keinen Platz mehr. Muss warten, bis er mein Gold wegmacht, nehme ich mal an. Okay. Erst das Eichhörnchen. Und so ungern ich es so mache, dann der Sperling. Weil damit kriege ich zumindest einen Angriff durch. Ihm jetzt noch einen Angriff verpassen. Oder ich warte noch eine Runde. Oder zwei. Ja, muss ich jetzt mit leben. So. Meine beiden Eichhörnchen schnell spielen. Und dann hole ich meine verbesserte Schnappschildkröte. Stimmt, ich könnte ihn auch seinen nächsten Zug überspringen lassen. Aber es wurde mir gesagt, es ist ein leichter Boss, dann bleibe ich dabei. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Eichhörnchen spielen. Und dann das Wolfsjunge spielen. So, er kann jetzt erstmal nicht viel machen. Ein mächtiger Satz. Eine Karte mit diesem Siegel blockiert eine entgegenliegende Kreatur mit dem Siegel flugunfähig. Okay.
Aber egal, wir haben ausgeglichen. Gut, dann ist er jetzt erledigt, weil jetzt rufen wir den Sperling. Beenden unseren Zug. Er kriegt sau viele Schläge ab. Und die zweite Kerze geht aus. Ha! Merke, das Spiel ist ein bisschen laut. Ich hoffe, man versteht mich. Erlaube mir, deine Kerze wieder anzuzünden. Noch werde ich dich nicht töten. Du bist seit einer ganzen Weile. Du bist der Erste seit einer ganzen Weile, der einen Boss besiegt. Zur Belohnung bekommst du die Gelegenheit, dir eine seltene Karte auszusuchen. Wähle sorgfältig. Armes, verlassenes Kind. Es stirbt nicht, wenn es geopfert wird. Aber bringst du es übers Herz, das zu versuchen? Ein weitgehend unscheinbares Exemplar. Der unerquickliche Gag. Vielleicht kannst du einen Nutzen für ihn finden. Ich möchte die seltsame Larve haben. Obwohl es wahrscheinlich ein Achievement gibt, wenn man den Gag nimmt. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers dir noch in den Ohren dröhnen, setzt du deinen Weg fort. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmellack in der Luft. In der feuchten Luft sogar. Bei jedem Schritt, den du machtest, huschte oder glitt etwas vor dir davon. Vorsicht. Vorsichtig betratst du das Sumpfgebiet. Kann ich hier speichern? Wenn ich das möchte? Deck verändern. Das ist gespeichert vor 40 Sekunden. Okay, Leute. Es wirkt schon mal richtig gut. Meine Frage ist, wollt ihr mehr davon sehen? Weil ich will es auf jeden Fall weiterspielen und ich habe massiv Spaß dran. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit euch aus? Habt ihr Spaß dran? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare und schaut auch rein, wenn wir das Ganze vielleicht weiterspielen. Wenn nicht, spiele ich es für mich. Weil auch wenn der Horroraspekt mir anfangs sehr, sehr unangenehm war, es macht jetzt doch schon richtig Spaß. Also ich habe enorm viel Spaß gerade. Also Leute, wir beenden das Spiel und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.